Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy XIV, meinem neuen Projekt. Final Fantasy XIV ist ein Online-Spiel, wie ihr hier sehen könnt, und ist insgesamt der zweite Online-Teil, den Square Enix rausgebracht hat. Der erste war Final Fantasy XI und den hatte ich damals auch gespielt für circa, ich glaube, 2-3 Jahre. Ich habe dann jetzt seit letzten August Final Fantasy XIV und spiele das auch. Also ich bin seit der Beta dabei und wollte euch das jetzt hier auch zeigen, beziehungsweise wurde ich auch von Square Enix gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, da ein Let's Play zu machen. Ich zeige euch erstmal das Intro. Thank you.
So, da haben wir das lange Intro hinter uns und an dieser Stelle entschuldige ich mich schon mal für etwaige Ruckler oder Lags oder sowas. Liegt zum Glück nicht an meinem Computer, es liegt diesmal wirklich am Internet, weil ich hier momentan noch in meiner Übergangsunterkunft bin und mit nicht WLAN, sondern mit UMTS-Stick im Internet bin und deswegen gegebenenfalls manchmal ein paar Lags habe. Im Großen und Ganzen ist es aber in Ordnung, es kann halt wie gesagt nur ab und zu mal vorkommen. So, ihr habt das Intro gesehen. Dieses spielt 5 Jahre, bevor wir jetzt hier anfangen zu spielen, beziehungsweise geht es auch in unsere Zeit herein. Ihr habt den großen Kampf gesehen, den Angriff von Bahamut, der aus dieser Art Weltkugel, ich muss hier gerade mal immer hoch und runter machen, dass das Intro nicht wieder startet. Wie gesagt, Bahamut ist aus dieser Weltkugel entstiegen und hat Terror und Verwüstung auf dieser Welt gemacht, die sich Eosea nennt. Dieser alte Weise, der dann, ich sag jetzt mal, die Leute, jetzt will das doch noch im Intro machen, sorry, hat dann natürlich die Abenteurer teleportiert und in unsere Welt 5 Jahre später gebracht. Keine Ahnung, ob er den durch die Zeit gebracht hat oder sonstiges, das weiß ich leider nicht. Die Geschichte davon könnt ihr übrigens leider nicht mehr nachspielen. Und zwar ist das die Ur-Version von Final Fantasy XIV. Die, ich glaube, 2012 rauskam, soweit ich weiß. Final Fantasy XIV wurde ja seitdem stetig verbessert und jetzt, wie gesagt, letzten August wieder neu rausgebracht als Realm Reborn. Das ist so gesehen Final Fantasy 2.0, sage ich jetzt mal. 1.0 ist so gesehen nicht mehr spielbar. Zu gegebener Zeit werde ich da mal ein, so eine Art Special Part machen. Wie gesagt, ich habe es damals nicht gespielt, mir stehen aber ein paar Informationen dazu zur Verfügung, damit ich euch da so ein bisschen, den Hintergrund beleuchten kann. So, wir werden jetzt erstmal, wie ihr sehen könnt, erstmal alles in Englisch. Das hat damit zu tun, dass ich persönlich in Englisch spiele. Ich werde jetzt für das Let's Play aber gleich wieder in Deutsch stellen. Es wird für mich eine riesige Umstellung höchstwahrscheinlich sein. Ich habe damals angefangen, Deutsch zu spielen, habe es dann aber letztendlich umgestellt. Das ist mein eigentlicher Charakter. Also ich bin Alisan Yunma, bin auf dem Server Sagatanas Legacy Server ist das. Also Legacy sind diese, also ist ein Server erstellt worden für die Leute, die 1.0 gespielt haben. Ich bin da mit dabei, weil ich in ich würde jetzt sagen, der größten deutschen Linkshell von Sagatanas bin. Mit denen habe ich damals Final Fantasy XI auch schon zusammengespielt und ja. Wie gesagt, das ist mein Charakter. Momentan als Koch ausgekleidet, ist jetzt nicht mein richtiger Job. Aber wir gehen mal ganz kurz online, dass ich euch das zeigen kann. Und es wird so sein, dass ich für das Let's Play einen neuen Charakter erstellen werde, damit wir halt Story und so weiter durchleben können. Das kann ich hier mit dem Charakter nicht mehr, weil ich das schon gemacht habe. Das machen wir erstmal zu. Wir sind hier übrigens in unserem Haus, in der Gesellschaft. Das werden wir, wie gesagt, zu gegebener Zeit sehen. Und ihr habt schon gesehen, ein DC-Zeichen. Toll. Ja, so geht's schon los. Auf jeden Fall wird es so sein, dass wir mit dem Charakter hier spielen. So, mein eigentlicher Job ist der White Mage, den ich auch direkt mal wechsle. Das ist eigentlich mein Job. Der ist ziemlich weit oben vom Level her, sehr gut equipped bisher. Zwar nicht das beste Equip, aber mit das beste Equip. Und es wird wie gesagt so sein, dass ich einen neuen Charakter stelle. Denselben Job, allgemein dadurch, weil ich als Weißmagier, den ich ja jetzt hier bin, schneller die Möglichkeit in Instanzen reinzukommen oder Partys zu finden. Ich will natürlich für das Let's Play alles so relativ kurz wie möglich halten, also die Wartezeiten, die ja in einem Online-Game schon sehr, sehr groß sind. Ja, auf jeden Fall mache ich dann auch den White Mage, weil ich damit die beste Erfahrung habe. Ich könnte theoretisch noch einen Tank machen, also Paladin oder Krieger. Mit dem habe ich aber echt so gut wie gar keine Erfahrung. Und es soll natürlich auch relativ stressfrei für mich sein. Deswegen mache ich den White Mage. Ja, auf jeden Fall, wir gehen gleich wieder offline. Ich werde dann den neuen Charakter mit euch erstellen. Und im nächsten Part wird es dann auch so sein, dass ich dann mal jemanden
von meiner Gesellschaft anhaue, dass wir in die Gesellschaft mit dem neuen Charakter auch aufgenommen werden. Dadurch haben wir spezielle Buffs beispielsweise. Hier zum Beispiel diesen Food-Buff. Ist jetzt wie gesagt relativ unwichtig, aber wir haben dann auch Zutritt zu diesem Haus hier und so weiter und sind nicht so ganz alleine. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt hier erstmal mit dem Charakter. Alisan wird zu gegebener Zeit wiederkommen, wenn wir mit der Story soweit durch sind, wenn wir zum Endgame-Bereich überwechseln und nicht mehr das Problem haben, keine Story mehr zu sehen, die ich jetzt hiermit ja schon abgeschlossen habe. Gut, dann, ja, ich würde sagen, ich log mal an der Stelle aus und wir erstellen den Charakter. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder, diesmal in Deutsch, wie ihr sehen könnt. Und wir werden jetzt das Spiel erstmal starten, um einen neuen Charakter zu erstellen. So, das Ganze wird ein kleines bisschen dauern, weil man doch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Wir machen einen neuen Charakter. Ich hatte schon mal Charakter erstellt, aber ich werde das jetzt einfach so aus dem Kopf nochmal machen. Und zwar nehme ich natürlich wieder die Elisen, aber weiblich. So, werde wieder die Dunkelalben machen, die übrigens, bevor ich jetzt hier zu schnell durchgehe, entschuldigt, Elisen. Die Elisen sind stolze Nomaden, die sich selbst als Auserkorene der Götter betrachten. Mit ihren großen, schlanken Körpern und langen Gliedmaßen hatten sie als ursprünglichen Einwohner Eoseas eine Vormachtstellung inne. Nebenbei leben sie auch etwas länger als beispielsweise die Hioran, also die Menschen, sage ich jetzt mal. Die Elisen sind Elfen. So, doch vorbei sind die Zeiten, in denen sie verbittert mit den Hioran kämpften, als diese in ihr Territorium eindrangen. Heute akzeptiert man sich unter dem Motto Leben und Leben lassen. Ja, das sind halt die Hioran, die ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehe, weil wir ja doch nicht so viel Zeit haben. Das sind die Lalafeld, im Elf hießen sie Taru Taru, was mir ehrlich gesagt besser gefallen hat. Die Mikote, die weiblichen Katzen und die Rokadin, das sind, ich sag jetzt mal, also bei den Kerlen sehen die so aus, also doch ein bisschen krasser. Ich weiß nicht, wie kann man die beschreiten? Das sind so ein bisschen berserkerartige Wesen, die so ein bisschen drauf sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir nehmen die Elisen, das Volk der Dunkelalben. Und zwar kann ich euch hier aber mal den Unterschied zeigen. Die Erlschatten. Dieses Volksstamm lebt in alten Zeiten zurückgezogen in der Tiefe der Wälder. Doch viele von ihnen findet man nun in Ishgard und Cridania, in den Städten, an deren Gründung sie beteiligt waren. Oftmals können sie etwas arrogant oder schulmeisterlich wirken, doch in Wahrheit lieben Erlschatten einfach die Ordnung. Sie haben Grundsätze und hohe Ideale an diesen halten sie fest. So, genau, hier sind die Attribute, die man zum Anfang des Spiels bekommt. Jetzt muss ich mich natürlich wieder ein bisschen umgewöhnen, weil die Attribute im Englischen etwas anders sich anhören. Ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr. Was war da von Mind? Was war von Piety? Weiß ich nicht mehr so genau. Egal. Die Dunkelalben. Seit vielen Jahrhunderten führen die Dunkelalben ein Schattendasein in den dämmerigen Höhlen der Waldgebiete Eoseas. Bei der Gründung Cridanias trennten sich ihre Wege von denen der Erdschatten. Die Dunkelalben folgten ihnen nicht in die Stadt. Sie verachteten das geschäftige Treiben, sogar des vergleichsweise ruhigen Cridania. Und es liegt in ihrer einzelgängerischen Natur, dass ihnen jede Bindung und Einschränkung aufs Äußerste widerstrebt. Nein, so bin ich nicht, aber die Werte, die sie haben, passen eher zu dem Spieler oder Charakter, den ich erstellen will. So, jetzt können wir uns den Charakter erschaffen. Ich werde mal ein bisschen näher ranzoomen. Und zwar haben wir hier jetzt schon so eine Art Vorschlag bekommen. Die Klamotten sind die Stadtklamotten, die wir am Anfang anhaben werden, die so gut wie gar keine Werte haben, aber egal. Finde ich, sind mit die schönsten eigentlich von den ganzen Charakteren hier. So, da die Elisen von sich aus schon sehr groß ist, werde ich mal ganz klein machen. Ihr seht, sie sind dann trotzdem noch 1,83, also absolut das Gegenteil von mir. So, dann Brustumfang. Ja, das mache ich, denke ich mal, ein bisschen größer. Können wir eigentlich ganz groß machen, passt schon. Ist eigentlich proportional gesehen,
ja, wirkt einfach ganz gut eigentlich. Die Hautfarbe werde ich natürlich etwas menschlicher gestalten. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sieht man es eigentlich ganz schön. Bisschen dunkler vielleicht. Also ich bin käseweiß. Ich glaube, das hier wäre am passendsten für mich. Nee, Moment. Gibt es noch krasse? Ja, das wäre, glaube ich, ich. Aber wir gehen jetzt etwas in eine gesundere Hautfarbe. Und zwar nehmen wir die oder was macht man denn mal? Zu viele Einstellungsmöglichkeiten, aber ich denke mal, ich nehme die hier. Die sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt die Haare. Ich werde die nehmen, die ich jetzt momentan auch habe. Das ist diese Frisur hier. So, können wir so lassen. Die Haarfarbe hatte ich ganz schwarz. Wie gesagt, ich möchte den Charakter schon relativ ähnlich halten. Eigentlich wollte ich direkt mit meinem Charakter spielen, aber da uns ja da die Möglichkeit verwehrt bleibt, die Story zu spielen, erstelle ich natürlich den neuen Charakter. So, ich glaube, das könnte die Farbe gewesen sein. Genau. So. Das machen wir. So, passt schon. Und jetzt das Gesicht. So, hier können wir jetzt die Unterschiede selbst sehen. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was für einen Charakter ich erstellt habe. Von der Seite sieht man auch nochmal so ein bisschen Unterschied. Von der Seite würde mir jetzt der eigentlich, oder beziehungsweise der ganz gut gefallen. Aber so von vorne... Gefällt mir der eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, ich nehme trotzdem mal den hier. Ja. Jetzt können wir mal gucken. Das ist die Gesichtskontur. Sehen wir jetzt so nicht so viel Unterschied. Das ist so ein bisschen am Kinn. Ist, glaube ich, die 1 hier ganz gut. Wobei das mir auch ganz gut gefällt. Dieses etwas kleinere Gesicht. Mache ich mal ganz kurz hin. So. Aber nein, ich glaube, ich nehme Typ 1. So. Die Augenform. Gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Es ist meist so, dass wenn man den Charakter erstellt hat, dass man letztendlich denkt, hätte sie das doch mal anders gemacht. Aber ja, wir müssen dann mit dieser Entscheidung leben, die wir dann uns entschlossen haben zu machen. Ja, die 1 ist eigentlich so an sich gar nicht verkehrt. Die 4 sieht auch noch ganz gut aus. Also ich habe gemerkt, dass viel Typ 4 ganz gut aussieht irgendwie. Das sind große Augen. Ich denke, ich nehme Typ 4. Ja. Größe der Iris. Na, da bleiben wir mal bei groß. Die Augenfarbe werde ich wieder so wie meinen alten Charakter machen. Das war... Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie es war, aber ich glaube, das geht so in diese Richtung. Gucken von Weitem. Soll passend zu den Haaren sein. Man kann so jederzeit die Haarfarbe ändern. Also man hat so die Art Möglichkeit, eine Art Friseur oder Make-up-Artist oder sowas in der Art zu rufen, der einen so ein bisschen die Haare färbt, die Frisur ändert, so ein bisschen Make-up ändert und so weiter. Ich denke, das nehme ich. So, Moment, wir können mal nebenbei was gucken. Man könnte jetzt theoretisch auch verschiedene Augenfarben machen, finde ich aber ehrlich gesagt ein wenig zu krass. Ups, Gott, nein. Muss ich nicht haben. Also das bleibt so. Jetzt gucke ich mal gerade, wie konnte ich das nochmal umtauschen. Ach genau, hier sieht man auch in verschiedenen... Ach, hier sieht es ja eigentlich richtig hübsch aus. So in verschiedenen Hintergründen, Eigenschaften, was auch immer. Die, ja, wie sie bei verschiedenen, in verschiedenen Gebieten aussieht. Hier zum Beispiel im Haus. Wir könnten jetzt hier auch, ja, leicht bekleidet, also nur in Unterwäsche. Lachen wir mal nicht. Dann werden wir die Pose, könnten wir jetzt hier auch individueller gestalten, dass sie hier so ein bisschen hinguckt. Dann kann man nämlich auch ein bisschen noch schauen, wie sie in verschiedenen Momenten aussieht oder bei gewissen Emotionen und so weiter. Ich werde es jetzt aber, denke ich mal, damit wir in Ruhe uns den Charakter anschauen können, mal ganz normal machen und wieder in das
Blaue hier reingehen. So. Die Augenbrauen. Oh, das sieht eigentlich hier ganz gut aus schon, finde ich. Wobei ich sagen muss, zu dünn nicht. Eher dann so. Genau, das sieht eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. So, die Nase. Ziemlich wichtig, finde ich. Gucken wir mal, was wir jetzt hier für Möglichkeiten haben. Also die Änderung von einem Nasentyp zum nächsten sieht manchmal richtig krass aus, aber eigentlich... Gut, das sieht echt schlimm aus. Das muss auch nicht sein. Also 4, 3... Ach, 2 sieht doch krass aus und 1. Hier sieht man zum Beispiel von vorne keinen großen Unterschied. Die 3... 4, ich glaube, da würde mir die 4 wirklich schon besser gefallen. So, der Mund. Der Mund soll jetzt nicht so groß sein, finde ich. Aber er ist immer so groß. Ich nehme mal die 4 wieder. Ihr seht, wie gesagt, das ist relativ häufig, nehme ich die 4, weil es mir einfach so vom Typ her besser gefällt. Ich weiß auch nicht. Als Farbe... Ich denke, die Farbe passt ganz gut. Können wir, wie gesagt, jederzeit auch abändern wieder. Jetzt kommt die Ohrform dran. Da hat man hier so ein bisschen stehend, hängend, mini und irgendwie anders. Sekunde. Ah, okay, spitz, rund. Ich glaube, ich würde hier die Spitzen nehmen. Ich weiß nicht mehr, wie es bei meinem Charakter ist, aber die gefallen mir jetzt gerade im Moment etwas besser. Von der Länge her könnten wir das jetzt auch nochmal anpassen, will ich nicht zu krass machen. Also die Länge, die so waren eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen. Ich mache mal eine gerade Zahl, 20. Jetzt haben wir hier noch, jetzt könnten wir hier noch Gesichtsmerkmale einfügen. Also eine Narbe beispielsweise, ein Schönheitsfleck, Ohrringe oder hier oben so ein Schönheitsfleck. Ich habe, glaube ich, Ohrringe gemacht gehabt. Soweit ich weiß. Können wir auch eigentlich machen. Passt schon. So, wir könnten jetzt auch noch Tattoos reinmachen. Theoretisch könnte man beide Seiten machen. Will ich aber nicht. Ist nicht so meins. Tattoofarbe ist ja egal in dem Moment. Das sieht jetzt krass aus. Wartet einen kurzen Moment. Also, wir haben hier verschiedene Arten, die man machen können. Ich denke, mit der Farbe sieht man es auch am besten, was es sein soll. Hier hat man so ein bisschen Lidschatten. Nur rechts. Hier mehr innen. Und da komplett. Hier hat man noch so andere Färbungen, also hier beispielsweise Tattoos, die wir jetzt durch die Haare natürlich nicht so gut sehen können. Oder halt hier so Herzchen und Blumen und Pünktchen und was auch immer. Ich bleibe bei dem hier, das habe ich auch mit meinem Charakter. Wie gesagt, sieht jetzt gerade krass aus. Ich bin aber so der Typ, ich mache dann ganz gerne hier auf dunkel. So, die Stimme ist jetzt ehrlich gesagt etwas irrelevant, deswegen mache ich die 4. Das ist jetzt unser Charakter. Gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Klar, es gibt immer Momente, wo man sich denkt, ah, hättest du das mal anders gemacht. Aber ich denke, so können wir es lassen. Einstellung speichern, das speichern wir uns auch mal ab. So, und zwar Charakter. Moment, können wir mal ausschreiben für Let's Play. So, genau. Meine Maus nehme ich jetzt erstmal zur Hilfe und wir speichern das ab. So, ich habe am 2. Januar, ich jetzt hier auch den 2 nehmen und die 1. Was so gesehen, denke ich mal, ich weiß jetzt nicht, was für einen Unterschied das macht. Ich gucke mal gerade. Nach eoseischer Zeitrechnung steht eine Ära des Lichts immer mit einer Ära des Schattens im Wechsel. In der Ära des Lichts entwickeln sich die Sterblichen zur Blüte, um in der Ära des Schattens von einer Katastrophe heimgesucht unterzugehen. Wie viele Jahre eine Ära zählen wird, ist nicht vorherzusehen. Doch jedes Jahr besteht aus 12 Monden, 6 Lichtmonden und 6 Schattenmonden, die sich jeweils den 6 Elementen zuordnen lassen. Das genaue Datum, das entsprechende Datum im gregorianischen Kalender wird unten angezeigt. Ah, okay, hier, 2. Januar. Das heißt, was weiß ich, wenn wir jetzt hier am 2.7. geboren haben oder geboren sind oder am 25.7., wäre man beispielsweise im 25. Sonne im 4. Lichtmond. Wie gesagt, ich bin im 2. Januar geboren, deswegen nehme ich das hier.
So, jetzt können wir unsere Schutzgottheit auswählen. Ich habe schon so langsam Fusseln auf der Zunge, aber wir haben es bald geschafft. Unser Part ist nämlich auch relativ lang schon. Das wird nämlich jetzt nur hier den Part jetzt hier mit dieser Charaktererstellung sein. Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier haben. Das ist Schutzgöttin. Also Eis, Eis, Wasser, Wasser. Was haben wir hier? Wind und Wind. Das ist Blitz jeweils, das ist Feuer jeweils und das ist Erde. Also ich würde mich jetzt vom Typ eigentlich Erde einschätzen, muss ich sagen. Ich weiß aber, dass ich Halone genommen hatte. Halone, die Furie. Ehrlich gesagt, bin ich mir jetzt gerade unsicher, was ich jetzt hier nehmen soll. Eigentlich wäre das ja mein passendes. Ich glaube, ich werde Halon auch wieder nehmen. Halon ist die Göttin, also sie ist die Göttin der Gletscher und des Krieges und die Schutzgöttin Ishgards. Ihr Element ist das Eis und der erste Mond des Jahres steht unter ihrem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist sie die Tochter Ralgars und Nofikas Erzfeindin. In der Kunst wird sie als unbeugsame Kriegerin mit bronzenem Schild dargestellt. Rüstungen und Waffen sind ihre Symbole. Ja, gucken wir mal, ob es vielleicht was gibt, was besser zu uns passen würde. Was? Tüchtiges Hausmädchen? Nein, nein, das machen wir mal nicht. Schüchterner Gelehrter, Spinnrad, lange Harpune, Eichenbogen, Schmied, Magier. Könnte sein, dass es passt. Erhabene Dame mit gelbem Fächer, okay. Kaufmann, Bäuerin, Kriegsaxt. Also ich würde jetzt mal sagen, dass theoretisch, also es kommt natürlich drauf an, Magier kann Weißmagier oder Schwarzmagier sein. Ralgar ist der Gott der Kometen und der Zerstörung und das Schutzgold Alamigos. Sein Element ist der Blitz. Der achte Mond des Jahres steht unter seinem Stern. Nach allgemeiner Auffassung ist er Nimeyas Diener oder Nimeyas Diener und gleichzeitig Briargats und Halons Vater. Künstler stellen ihn als Magier mit einem Messingstab dar. Sein Symbol ist der Blitz und der Komet. Ich glaube, ich bleibe mal hierbei, dass wir uns jetzt nicht so viel Zeit verschwenden hier. Und zwar werde ich wieder. Ne, Moment, ich will nicht Krieger werden. Achso, hier könnte man übrigens sehen, das sind dann unsere Waffen, die wir bekommen würden. Waldläufer ist der typische Bate, also Bogenschütze. Dann gibt es den Pikenier, so eine Art Lanzenträger. Der Marodeur ist, ja, der wird später der Warrior bzw. Krieger. Der Faustkämpfer sollte allen bekannt sein. Und der Gladiator, der typische Schwertkämpfer. Wir werden aber den Magier wählen. Theoretisch. Thaumaturg würde auch noch gehen. Ist ein Black Mage, also Schwarzmagier. Würde mir auch gefallen. Ich gehe aber trotzdem den Weg des Weißmagiers wieder. Wir starten damit auch in Credania. Der Druide. Druiden nutzen eine animistische Form der Magie, um die elementaren Urkräfte der Natur zu manipulieren und daraus Zauber zu weben. Sie kommunizieren mit den Geistern und kanalisieren mit ihren Stäben den Äther, der alles umgibt, um ihn in die gewünschte Zauber zu transformieren. Druiden verstehen es meisterhaft, ermattete Körper zu stärken und die Regeneration zu beschleunigen. Der Stadtstaat, in dem das Spiel beginnt, ist Credania. Credania jetzt. Mal sehen, ob ich das gut lesen kann. Hier ist ein bisschen blöd gemacht. Im Osten Aldenards, umgeben von dichten Wäldern und wilden Flüssen, liegt der Stadtstaat Credania. An den Ufern der Gewässer stehen große rustikale Holzbauten, die die Stadt ihre einzigartige Atmosphäre verleihen. In Credania florieren nicht nur Forst und Landwirtschaft, man trifft auch Meister des Schreinerhandwerks und der Gerberei. Außerdem hat man in der Stadt, also nee, hat in der Stadt das Klagerregiment seinen Sitz. Dieses schlagkräftige Einsatzkommando patrouilliert regelmäßig im Wald und trägt Sorge für die Sicherheit aller Einwohner. Guti, werden wir mal machen. Ich werde, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, das war wirklich Ether. Genau, und zwar gehen wir wieder auf den,
Sagatana-Server, damit wir dort auch wieder in die Free Company, also die freie Gesellschaft, kommen. Und ja, machen wir mal okay. So, das ist jetzt ein Punkt, den ich relativ lange versucht habe rauszuzögern. Wir sollen einen Charakter erstellen. Auf jeden Fall wird sie den gleichen Namen bekommen, den mein anderer Charakter schon hat, und zwar ist das Yunma. Der Vorname, jetzt muss ich mal überlegen. Oh Gott, ich hätte mir vielleicht vorher Gedanken machen sollen. Ich hatte mir schon ein was überlegt, ich glaube, das werde ich auch machen. Mein jetziger Charakter fängt mit A an, Alisan. Ich werde den Charakter jetzt mit Z anfangen, und zwar Sanin. So. Okay. Oder? Machen wir das? Ich denke, das machen wir mal. Erstmal müssen wir jetzt natürlich gleich auch gucken, ob der Name noch frei ist. Sollte aber eigentlich schon sein. Ich denke, das können wir machen. Okay. Sanin. Bestätigen. So. Jetzt wird unser Charakter erstellt, wird auf die Welt gebracht und wir werden auf jeden Fall mit diesem Charakter das Spiel beginnen. Das werden wir aber erst im nächsten Part sehen. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier reingeworfen werden. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, wünsche, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid und bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.